Willkommen zur heutigen Episode unserer 30-Tage-Challenge zur positiven Psychologie bei ADHS. Heute habe ich mir einen besonders süßen und fröhlichen Teil vorgenommen. Hintergrund war gestern so ein Moment mit unserer Verwaltungsleitung. Ich habe hier so Schokolinsen in Weiß und Rosa und sie hat da von genascht und war sofort in einem unbeschwerten Moment ihrer Kindheit. Es geht also heute unter anderem um Süßigkeiten, aber eben eigentlich eher um einen Teil der Kindheit, der unbeschwert war, geprägt von kleinen Freuden und größeren Entdeckungen und das ins Erwachsenenalter wieder zu nehmen, kann eben so eine Quelle des Glücks sein. Vielleicht erinnerst du dich noch an deine Lieblingssüßigkeiten als Kind, vielleicht war es eine Schokolade, die es nur am Wochenende gab oder irgendwelche Bonschen oder wie bei mir so Gummizeug, irgendetwas, was nach Sommer und nach Kindheit schmeckt, Brausepulver. Denk zurück an das Gefühl, das du hattest, wenn es diese Süßigkeiten gab. Vielleicht war es nicht nur reine Freude, vielleicht kamen da auch noch andere Sachen dazu. Und es geht eben auch nicht allein um Süßigkeiten. Denk an jene Momente, in denen du ganz in einer Aktivität aufgegangen bist, beim Spielen im Freien, beim Malen oder beim Versteckspiel mit Freunden. Diese Momente der Achtsamkeit, in denen wir so völlig im Hier und Jetzt waren, ohne Sorgen um die Vergangenheit oder Zukunft, eben diese goldenen Momente unserer Kindheit. In der heutigen Challenge möchte ich euch einladen, euch bewusst Zeit zu nehmen, um solche Kindheitserinnerungen wieder aufleben zu lassen. Vielleicht findet ihr die gleiche Art von Süßigkeiten, das gleiche Eis oder eben Brausepulver oder eine andere kleine Nascherei. Oder ihr nehmt euch Zeit für eine Aktivität, die ihr als Kind geliebt habt. Es kann so einfach sein wie das Blasen von Seifenblasen, das Zeichnen mit Straßenkreide, barfuß durchs Gras laufen oder ein Matschbrötchen. Lasst uns unser inneres Kind mal eine kleine Freude machen, die es auch verdient hat. Erlaubt euch ohne Urteile der Selbstkritik einfach wieder Kind zu sein. Denn manchmal bringen uns gerade diese kleinen, scheinbar unbedeutenden Dinge zurück zu unserem wahren Selbst, eben diesen Moment der Achtsamkeit, Happiness oder Glück und erfüllen uns eben so mit Freude und Zufriedenheit. Ich lade euch ein, teilt eure Geschichten und Erlebnisse aus eurer Kindheit mit uns. Was hat euch damals glücklich gemacht und was könnt ihr heute tun, um dieses Glück erneut zu erfahren? Macht mit und freut euch auf eine Reise zurück in eine Zeit, in der jeder Tag noch ein kleines Abenteuer war. Ja, das ist es schon für heute. Auf einen glücklichen Tag mit hoffentlich der Erinnerung an einen glücklichen Moment aus der Kindheit und bis morgen.